Morgen. Ja, ich bin wieder da. Ich habe jetzt leider die letzten 3-4 Wochen bin ich nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen, ganz einfach, weil ich Abitur schreiben musste. Auf jeden Fall freue ich mich umso mehr, jetzt endlich wieder Videos machen zu können. Und wie ihr vielleicht in meinem Unboxing-Video gesehen habt, was ja mit dem offiziellen Unboxing-Bär stattgefunden hat. Richtig, Jochen? Genau. Werde ich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall richtig schöne Joyo-Videos drehen. Und für diesen Zweck habe ich mir ein kleines Joyo-Board gebaut. Und das habe ich nicht mit den üblichen Boards wie Pedal Train oder Rockboard gemacht. Nein, diesmal habe ich mir eine günstigere Variante ausgesucht, nämlich Spaceship von Thomann. Ja, was ist das? Thomann hat jetzt tatsächlich ein paar unter ihrer Hausmarke Harley Benton Pedalboards rausgebracht und die komischerweise ziemlich ähnlich anderer Konstruktionen sind. So, und wie gesagt, habe ich jetzt mit ein paar Joyo Pedals hier für die Demos ein richtig kleines schnuckliges Board zusammengebaut, was ich euch jetzt einfach mal zeigen möchte. So, und wir haben es hier zu tun mit dem 50L Board von Spaceship. Und wir gehen jetzt einfach mal den Signalweg lang. Also wir gehen rein in das Sweet Baby von Joyo, was ganz einfach ein cooler Booster ist. Das geht weiter in den Deluxe Crunch. Dieser geht weiter in den US Dream. Dieser geht in den Green Legend aus der Iron Man Series, was ein absolut killer Tube Screamer ist. Dann haben wir als nächstes den Future Chorus, was ein super geiles Chorus-Pedal ist. Dieser geht in den Space Verb, ein Reverb mit verschiedenen Modes. Und das geht in den Quattro, was ein super cooles Delay-Pedal ist. Gepowert wird das Ganze mit der Joyo Power Supply 2. Das ganze Board an sich ist erst einmal eigentlich wirklich sehr gut verarbeitet, muss man wirklich mal sagen. Also man bekommt ein solides Metallgehäuse, welches von vornherein mit Velcro bestückt ist. Es sind jetzt natürlich auch zwei Streben. Und ja, es ist sehr schön flach, es ist auch diesmal nicht angewinkelt. Und es sieht an sich wirklich erst einmal ziemlich robust aus. Auch, ich würde sogar wagen zu sagen, dass es wirklich, dass es wirklich qualitativ fast in Pedal Train Territorium herumgeistert. Und das für vielleicht 40 Euro, das ist wirklich der Hammer. Ansonsten hat es mir natürlich wieder wie immer Spaß gemacht. Dieses Board werdet ihr jetzt natürlich öfter sehen, ganz einfach für die Demos. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns.